Bei der Pressekonferenz des ARBÖ und des SPÖ-Clubs wurde die Idee Mangelware Schwimmkurs, Gemeindemacht Renk hilft Kindern mit Gratiskursen, vorgestellt. Informiert haben von rechts nach links Bürgermeister Paul Mahr, SPÖ-Clubvorsitzender Magister Michael Lindner, ASKÖ-Landesgeschäftsführerin Magister Anita Rackerseder und Sportstadtrat Ingenieur Harald Mayer-Kern. Paul, was bedeuten die Kurse für Macht Renk? Die Schwimmkurse sind eine ganz wichtige, sag mal, Aktion vom SPÖ-Club und von der ASKÖ Oberösterreich, weil natürlich schon ein ganzes Jahr verloren wurde in der Corona-Krise, wo solche Kurse nicht angeboten wurde. Und das Schwimmtraining ist natürlich auch für unsere Kinder eine ganz wichtige Eigenschaft. Wasser wird magisch, also umgedreht, die Kinder werden vom Wasser magisch angezogen und da die Gefahr, sagen wir, auszuschalten, dass da was passiert im Pool oder auch in einem Freibad oder in einem See, ist natürlich mit einer Schwimmeigenschaft dann schon mal hinten angehalten. Und darum kann man das noch unterstützen. Macht Renk war es mir wichtig, dass wir das auch die Kosten noch einmal übernehmen, dass man die Familien entlastet, nicht mit so einer Sache, nicht, dass es am Geld scheitert. Und das ist für uns selbstverständlich. Wir werden sogar nachher die Warteliste noch abarbeiten und wieder mit eigenen Kursen mit unseren Bademeistern, wo ich auch schon Dankeschön sage, noch weitere Kinder fördern, dass sie noch mehr das Schwimmen lernen. Und ja, es ist einfach eine super Sache, dass wir auch in diesem Bereich zumindest das Manko wieder etwas kleiner machen. Aber mit Kindern und Familien ist eine ganz wichtige Sache und da ist Macht Renk stets dabei. Ja, wir machen die Schwimmkurse jetzt heuer das erste Mal und heute haben wir eben im Macht Renk. Und im Macht Renk zahlt eben der Bürgermeister die ganzen Kurse für die Kinder. Uns ist wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen, gerade jetzt in der Pandemiezeit, wo die ganzen Hallenbäder und Schwimmbäder zu sind. Unsere Trainerinnen haben alle eine pädagogische Ausbildung und eine Schwimmtrainerausbildung dementsprechend. Und wir haben in Oberösterreich jetzt über 800 Anmeldungen von den Kindern, wobei wir die Kurse teilweise schon noch ein paar Stunden vom Netz nehmen haben müssen. Und sind in 25 Gemeinden und haben 34 Kurse. Ziel von den Schwimmkursen ist, dass die Kinder das Element Wasser kennenlernen, weil es sind teilweise Vierjährige und die Größeren mit 6 Jahren, dass die dann auch schon am Ende der Wochen schwimmen können. Wir haben österreichweit 500.000 Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer und die Zahlen steigen jetzt gerade bei den Kindern. Deswegen braucht es aus unserer Sicht eine landesweite Initiative für mehr Schwimmkurse, damit unsere Kinder und Jugendlichen das Schwimmen auch wirklich lernen. Das ist eine Frage der Bewegung, aber auch eine Sicherheitsfrage, weil Ertrinken ist die zweithäufigste Todesursache bei Kindern und das ist schon dramatisch. Da braucht aus unserer Sicht zusätzliche Landesunterstützungen, Förderungen für Schwimmtrainerinnen und Schwimmtrainer, die Ausbildung vorantreiben und vor allem landesweite Förderungen von diesen Schwimmkursen. Die ASKÖ-Initiative ist selbst organisiert, selbst finanziert. Gemeinden und Städte unterstützen das, wie hier Bürgermeister Paul Mahr in Macht Renk, der auch die Teilnahmegebühren übernimmt als Stadt. Das ist eine großartige Vorzeigesache. Aber da braucht man eine landesweite Initiative und das die Landesrätin Haberlander derzeit als Bildungslandesrätin aus unserer Sicht säumig. Deswegen habe ich als Clubvorsitzender auch gesagt, wir unterstützen als SPÖ-Club auch diese Aktion, auch finanziell. Und deswegen sind wir froh, dass das ein großartiger Erfolg geworden ist. Über 800 Kinder oberösterreichweit. Und es hätten 2.000 oder 3.000 sein können, wenn wir ausreichend Schwimmtrainerinnen hätten. Also das Bildungs- und Sportland Oberösterreich hat hier auf jeden Fall noch Aufholbedarf. Ja, wir sind wirklich sehr dankbar darüber, dass die ASKÖ Österreich unser wunderschönes Schwimmbad für ihre Schwimmkurse ausgewählt hat. Das Macht Renker Schwimmbad ist ja über die Gemeindegrenzen hinweg eigentlich bekannt dafür, dass es nicht nur sehr gut gepflegt ist, sondern dass wir einfach auch in den letzten Jahren viel investiert haben. Wir wollen kein Erlebnisbad sein, wie viele andere Bäder, aber wir wollen sozusagen doch uns ein bisschen abgrenzen von Bädern anderer Gemeinden, indem wir einfach wirklich so eine Wohlfühl-Oase und eine wunderschöne entsprechende Gartenlandschaft und Wasserfläche anbieten. Letztlich wird unser Bad intensiv genutzt, nicht nur jetzt von diesen Schwimmkursen, sondern auch beispielsweise von Tauchkursen. Und wir würden uns halt freuen, wenn wir nächstes Jahr wieder die Möglichkeit haben, dann auch unsere Schwimmkurse für Erwachsene und auch für Kinder, die dann schon fortgeschrittener sind, anbieten zu können. Die Nachfrage ist jedenfalls da.
Und ja, wir freuen uns, dass der Kurs in dem Fall so zustande gekommen ist und werden, wie gesagt, über unsere eigenen Bademeister auch die Kinder, die jetzt keinen Platz im ASCII-Kurs haben, noch in Kursen so weit bringen, dass sie das Schwimmen entsprechend lernen. Ja, derzeit ist die Situation bei den Frei- und Hallenbädern so, dass es nur Landesförderungen gibt, wenn die Kosten zu 50% wieder selbst erwirtschaftet werden. Das ist für 3/4 der Bäder nicht machbar, weil das würde heißen, dass die Eintrittsgebühren sich vervielfachen würden. Und das ist nicht zumutbar für die Menschen in Oberösterreich. Deswegen glauben auch wir hier, dass es zusätzliche Landesmittel braucht, um den Betrieb der Frei- und Hallenbäder zu garantieren. Wir wollen keine Schließungen von Frei- und Hallenbädern. Wir brauchen diese kommunalen Einrichtungen, damit die Menschen zu günstigen Preisen schwimmen gehen können und damit wir auch ausreichend Becken haben für Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche.